Sache weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Ubi Legend News. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Ubis YouTube-Channel. Jeden Sonntag, Samstag, Montag in den Channel News. Schaut an! Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mario Kart 8 Deluxe Channel News hier auf dem Kanal. Einen Tag vor Weihnachten. Es ist der 23.12., meine lieben Freunde, und morgen ist der heilige Abend, das Christkind kommt oder der Weihnachtsmann kommt oder vielleicht, wenn ihr Weihnachten feiert, kommt auch niemand, vielleicht der Brötchenverkäufer. Und trotzdem sitzen wir hier und quatschen wieder im Wissen darüber, was auf dem Kanal abgeht, aber die heutige Channel News Folge soll ein ganz, ganz großes Überthema haben, denn es gibt einige Infos, die ich ganz, ganz, ja, die mir sehr, sehr wichtig sind, dass ich sie mit euch teile. Deswegen packen wir sie direkt an den Anfang. Und zwar die Infos zum Hübi Charity Stream, der jetzt am Wochenende vom 28. auf den 29. Dezember von 14 Uhr bis 14 Uhr stattfindet. Denn es gibt ja noch einiges zu klären und einiges zu tun und das möchte ich jetzt direkt ansprechen, direkt am Anfang vom Video, weil wir wissen es, im Laufe des Videos schalten immer mehr Leute ab und ich will, dass diese Infos jeder bekommt. Niemand soll sagen, ich habe nichts davon gewusst. Deshalb, herzlich willkommen zur News-Sendung rund um den Hübi Charity Stream 2019. Also, ich gehe quasi einfach so, ich habe mir selber ein paar Fragen überlegt, beziehungsweise ich habe mir ein paar Fragen rausgeschrieben, die ich häufig bekommen habe, und die werde ich jetzt quasi Stück für Stück euch beantworten. Die erste Frage, die mich zu diesem Charity-Stream sehr, sehr häufig erreicht, ist, wo geht das Geld hin? Für Leute, die schon länger auf dem Kanal sind, die wissen das, aber auch für viele Neue erkläre ich es nochmal. Diesen Stream mache ich jetzt dieses Jahr bereits das vierte Mal. Bereits seit 2016 mache ich immer zwischen Weihnachten und Silvester diesen 24-Stunden-Stream. 2016 haben wir, glaube ich, so, ich glaube, 980 Euro oder so gesammelt. 2017 haben wir etwas um die 2000 Euro gesammelt. 2018 waren es sogar über 7000 Euro. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo wir im Jahr 2019 landen. Also das Ding ist nichts Neues und jedes Jahr geht das Geld an dieselbe Organisation. Es gibt nämlich in Indien ein Kinderdorf, welches tibetische Flüchtlingskinder aufnimmt, welche aus verschiedensten Gründen aus ihren Familien vertrieben wurden. Wer weiß, es kann, wie gesagt, hauptsächlich vor allem Krieg sein und einfach unmenschliche Verhältnisse oder auch einfach andere schlimme Gegebenheiten, die Kinder dazu veranlassen, aus ihrem Dorf, aus ihrer Heimat, aus ihrer Familie zu flüchten. Und die finden dann in Indien, in diesem Kinderdorf, eine neue Zukunft. Da wird für sie gesorgt, da gibt es Kindergärten, Schulen, Weiterbildungsmöglichkeiten und die Kinder sollen dort einfach in einer intakten, gesunden sozialen Gesellschaft mit anderen Kindern aufwachsen, um dann eine Möglichkeit zu bekommen, eine Ausbildung zu machen, studieren zu gehen, das Land zu verlassen, was auch immer. Also es ist wirklich ein Kinderdorf, an das wir spenden, wo es auch, wie gesagt, an Küchen und, also es ist wie ein kleines Dorf, in dem einfach nur solche Kinder aufgenommen werden und da werden wir auch dieses Jahr das Geld wieder hinspenden. Wie gesagt, wir haben mit den Spenden der letzten Jahre haben wir schon viele, viele Gebäude renoviert, denn der Monsun wütet dort unten relativ häufig und dadurch waren schon viele Gebäude oder auch Möbelstücke schimmelig, beziehungsweise einfach morsch, die konnten wir ersetzen. Wir haben mit dem Geld auch die Sanitärhäuser bereits restauriert und ja, das Geld kommt auf jeden Fall dort unten gut an und auch neue Schulsachen werden dort für die Schüler oder auch Spielzeuge für die Kindergartenkinder. All das sind Sachen, die wir schon mit dem Geld der letzten drei Jahre dort erreichen konnten, ne? Und es wird immer vor Ort geschaut, wofür dann das Geld dann am meisten gebraucht wird. Denn das ist jetzt direkt die nächste Frage, die ich ansprechen wollte, die ich auch häufig bekomme, beziehungsweise immer so Aussagen, so nach dem Motto, hey, ich würde gerne spenden, aber ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, so kommt das Geld wirklich an. Also wie gesagt, die letzten drei Jahre kam es an, ich habe auch immer Überweisungsbestätigungen in Videos gezeigt und dieses Jahr wird es sogar noch ein Stück, ich sag mal, hoffentlich klarer, denn nächstes Jahr werde ich selber dort runterfliegen, nach Indien, in dieses Kinderdorf. Das wird aller Voraussicht nach im April sein, werde ich für 2 bis 3 Wochen nach Indien fliegen, das Geld dort persönlich überbringen. Das Ganze werde ich natürlich auch auf Video festhalten und dann kann ich euch wirklich aus erster Hand sagen, was mit dem Geld passiert, denn es wird immer vor Ort geschaut, wo wird das Geld am meisten benötigt. Es ist ja jedes Jahr, kann es andere Probleme geben. Es wurde sogar Stopp mit dem 2018er Geld, also mit dem vom letzten Jahr, wurde, glaube ich, sogar ein neuer Schulbus gekauft, denn da habe ich auch Bilder bekommen, der alte Schulbus, mit dem die Kinder teilweise auch immer in die Stadt gefahren wurden,
Der ist so alt gewesen, dass er von der indischen Regierung aus dem Verkehr gezogen wurde. Und dann wurde gesagt, hey, wir brauchen dringend einen neuen Bus. Und da wurde das Spendengeld teilweise dafür verwendet. Also es gibt wirklich immer wieder neue Punkte, an denen das Geld gebraucht wird. Und nächstes Jahr will ich, wie gesagt, selber runterfliegen. Und dann schaut man vor Ort, wie man das Geld am besten verwendet. Ich werde das Ganze in Videoform festhalten. Also ich hoffe, dann gibt es keine Zweifel mehr, dass ich das Geld irgendwie für mich selber behalte. Aber ich könnte auch keine ruhige Minute schlafen. Ich habe es in meinem Song, der gestern rauskam, selber gesagt, ich glaube an Karma. Und ich glaube, wenn ich Spendengelder für mich behalten würde, dann würden mir die schlimmsten Dinge auf diesem Planeten passieren. Also ich hoffe, da könnt ihr mir genügend Vertrauen entgegenbringen. Aber wie gesagt, ich kann natürlich auch Elternteile verstehen, die sagen, nee, also so ein YouTuber, dem spenden wir kein Geld. Ne? Aber wie gesagt, mehr als das tun, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten, kann ich nicht. Aber ist ja auch alles in Ordnung. Gut, also das ist schon das Wichtigste. Wofür wird gespendet? Kommen die Spenden safe an? Wie gesagt, ich werde selber runterfliegen. Dann die Spendenmöglichkeiten. Genau. Wie können wir spenden? Das ist auch schon eine Frage, die ich häufig bekomme. Es ändert sich eigentlich nicht so viel. Es wird die Spendenmöglichkeiten über PayPal, Sofortüberweisung, PaySafeCard, Kreditkarte geben. Das sind so diese vier gängigen Möglichkeiten. Also ich glaube, vor allem mit PayPal und Kreditkarte müssten wir schon die meisten eigentlich haben. Aber auch Sofortüberweisung, also jeder mit einem Bankkonto kann spenden oder auch PaySafeCard für alle Leute, die jetzt keine Möglichkeit in irgendeiner Form zum Online-Banking haben. Die können sich dann vielleicht eine PaySafeCard irgendwo an Tankstellen holen oder in irgendwelchen Supermärkten und dann darüber spenden. Also das sind die vier Spendenmöglichkeiten, über die es dann die Möglichkeit gibt zu spenden. Der Superchat wird deaktiviert sein. Der Superchat ist ja die Möglichkeit, über den YouTube-Chat selber zu spenden. Das hat folgenden Grund: um diese Spendendienste zu nutzen, dass dann auch die Musik im Stream kommt und so weiter, muss man als Streamer gewisse Gebühren abdrücken. Das ist, wie gesagt, bei diesen ganzen Möglichkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, PayPal, Sofortüberweisung, PaySafeCard und Kreditkarte, da sind die Gebühren recht überschaubar. Da sind das pro Transaktion 30 Cent plus, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube 1% der Spende oder 2% der Spende, also ich habe da im Stream gestern auch das Beispiel gemacht, ich glaube, wenn jemand 100 Euro spendet, dann muss ich davon, ich glaube, 2,50 Euro oder so abgeben, aber 97,50 Euro kommen bei mir an und es gibt sogar noch einen Haken auf der Spendenseite, ich glaube, das heißt irgendwie Transaktionsgebühren übernehmen oder so, dann zahlt ihr quasi 102,50 Euro und 100 Euro kommen bei mir an. Also ihr habt eine sehr gute Kontrolle darüber, wie viel Geld am Ende des Tages bei mir ankommt. Und selbst wenn Leute diese Überweisungskosten nicht übernehmen, kommt ein sehr, 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 sehr großer Teil der Spende bei mir an. Beim Superchat ist das nicht so. YouTube nimmt verdammt hohe Gebühren. Die nehmen fast 30% der Spende an sich. Und in einem Charity-Stream ist mir das dann einfach so too much. Beim normalen Superchat, wenn es in meine eigene Tasche geht, dann sage ich, okay, so, da muss ich den Preis einfach zahlen, dass ich die Plattform YouTube dafür nutzen kann, aber gerade in einem Charity-Stream ist mir das einfach too much. Aber auch hier nochmal der Hinweis, solltet ihr auch, also quasi in normalen Livestreams an mich spenden, so über den Link in der Beschreibung, wo ihr die Möglichkeiten habt, die ich gerade aufgezählt habe, da kommt immer mehr an, als wenn ihr über den Superchat spendet, nur so als Hinweis. Aber ja, dementsprechend wird der Superchat deaktiviert sein und nur die Möglichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, die werden im Charity-Stream verfügbar sein. Das wisst ihr jetzt fast eine Woche vorher, also solltet ihr sagen, oh, ich konnte bisher immer nur den Superchat spenden, aber ich würde voll gerne spenden, dann schaut, dass ihr irgendwie an eine dieser vier Möglichkeiten rankommt, dann sollte da auf jeden Fall kein Problem sein. Die Kanalmitgliedschaft werde ich nicht deaktivieren, weil ja auch Leute sagen können, hey, ich finde den Stream so cool und ich würde auch gerne Hübi als Person und den Kanal unterstützen, beziehungsweise dann auch die Emojis im Chat verwenden, ich meine, es ist immer noch ein Livestream, also die Kanalmitgliedschaft wird nicht deaktiviert sein, aber die Kanalmitgliedschaft wird nicht in den Spendenpool mit einfließen. Also die Kanalmitgliedschaft bleibt weiterhin an, aber das ist wirklich nur für Leute, die sagen, hey, ich würde irgendwie voll gerne die neuen Emojis im Chat haben oder ich würde aufgrund der Aktion auch gerne irgendwie Hübi persönlich supporten, dann könnt ihr das darüber tun. Ansonsten fließt alles in den Spendenpool. Also Spenden über PayPal, Sofortüberweisung, PaySafeCard und Kreditkarte in den Spendenpool. Superchat deaktiviert, Mitgliedschaft bleibt an, zählt aber nicht in den Spendenpool. Mitgliedschaft nur quasi für den persönlichen Support an mich, beziehungsweise für Leute, die sagen, hey, während dem Charity-Stream hätte ich gerne die Sonderemojis oder das besondere Zeichen neben meinem Namen, whatever. So, nächste Frage, die häufig kommt, welche Spiele werden gezockt, beziehungsweise wie werden die 24 Stunden aufgeteilt? Gibt es sowas wie ein Programm? Wann wird was gespielt? Wird es geben,
steht aber aktuell noch nicht. Der Streamplan, wann was gezockt wird, wird dann, wenn der Stream quasi angekündigt wird, in der Streambeschreibung stehen. Also ihr könnt dann quasi, der Stream wird ja einen Tag oder ein paar Stunden vorher auf jeden Fall auch als Event angekündigt. Und dann wird in der Streambeschreibung stehen, um welche Uhrzeit wir was zocken. Also während dem Stream habt ihr immer die Möglichkeit zu gucken, okay, um was weiß ich, um 16 Uhr wird Mario Kart gespielt, um 18.30 Uhr kommt dann ein Super Mario 64 Speedrun. Dann habt ihr quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, das interessiert mich nicht so, um die Uhrzeit sollte ich einschalten und so weiter. Also das wird es geben, aber steht aktuell noch nicht. So, letzter Punkt. Ne, zwei Punkte habe ich noch, dann haben wir es. Nächster Punkt ist, viele Leute schreiben mir auch, hey, ich würde gern spenden, aber ich kann aus diversen Gründen nicht. Das kann ja viele Gründe haben. Beispielsweise, man hat einfach aktuell selber nicht genug, weil man aktuell einfach finanziell knapp aufgestellt ist. Kann ja immer passieren. Oder viele sagen auch, meine Eltern verbieten es. So, die sagen einfach, hey, nicht an irgendeinen ominösen Typen im Internet spenden, das wollen wir nicht. Oder es kann ja noch ganz viele andere Gründe haben, warum Leute nicht spenden können. Die sagen mir ja immer, ich kann nicht spenden, aber kann ich trotzdem den Stream irgendwie supporten? Und da muss ich euch jetzt eine Sache sagen, so blöd das auch klingt, aber Werbung ist fast so krasser Support wie Spenden. Wisst ihr auch warum? So, stellt euch mal vor, ihr könnt nicht spenden, aber ihr teilt den Stream einfach. Ne? Wie gesagt, ich werde euch gleich noch sagen, wie ihr das Ganze machen könnt. Ihr teilt den Stream dann an, sag ich mal, 10 Leute. Und 10 Leute, die mich vorher nicht kannten, kommen dann in den Stream, schauen sich das an und sagen wir mal, 2 davon spenden. So, dann können eigentlich diese Spenden direkt auf euer Konto gehen, weil ihr sie angeworben habt. Weil diese Leute niemals gespendet hätten, wenn ihr nicht Werbung dafür gemacht habt. Also quasi Werbung für den Stream ist fast genauso krasses Support wie selber Spenden. Weil quasi jede Spende, die durch eure Werbung generiert wird, die könnt ihr quasi imaginär auf euer Konto zählen, wenn ihr so wollt. Also auch an alle Leute, die nicht spenden können, das ist krasses Support. Und jetzt, kriege ich auch mal wieder Kritik so, da kommen dann immer Leute und sagen, ah, ja, das macht er nur, um Reichweite zu generieren. Er verwendet die Spenden, um Reichweite für seinen Kanal zu machen. Klar, natürlich, so dieser Stream funktioniert nur dadurch, dass viele Leute auf den Stream aufmerksam werden und was da lassen. Und wenn dann am Ende ein paar Leute dann auch den Kanal abonnieren, klar hilft das auch meinem Kanal. Aber trotzdem, diese ganze Charity-Aktion funktioniert nur dadurch, dass eine Masse an Menschen gemeinsam etwas Gutes tut. So. Dieser Stream basiert nur auf Zwischenmenschlichkeit. Ich bin kein großer Fernsehsender, der fette Werbeplakate überall in Städten aufhängen kann oder Fernsehwerbung schaltet oder so. Ich bin einfach nur ein YouTuber und meine einzige Währung oder meine einzige Macht oder mein einziges Instrument, das ich habe, ist meine Community, die das cool findet, was ich mache. Und deswegen für alle Leute, die sagen, das machst du doch nur für Eigenwerbungszwecke, so. Das lässt sich nicht verhindern. So, dieser Stream funktioniert nur, wenn viele Leute da sind. Und ja, so, das ist das Ding. Also, das höre ich einfach jedes Jahr wieder. So nach dem Motto, der macht es doch nur zur Selbstbereicherung. So, sorry. Es geht einfach nur so. Das ist einfach, das wollte ich an der Stelle auch nochmal ansprechen. Falls ihr irgendjemanden seht, der sowas schreibt, ignoriert das. Das ist die letzten 3 Jahre schon immer so gewesen. Wie gesagt, diese ganze Aktion funktioniert nur darauf, dass sich dieser Stream bzw. diese Botschaft einfach wie ein Lauffeuer ausbreitet. Und ja, wenn dann Leute sagen, dieses Lauffeuer nutzt du aber nur für Eigenbereicherung, ja, die haben dann den Sinn dahinter nicht ganz verstanden. Ich glaube, spätestens, wenn ich nächstes Jahr nach Indien fliege, dieses Geld überbringe, das wird wahrscheinlich einer der krassesten Glücksmomente meines Lebens sein. So, das ist das Ding. Wie gesagt, das alles, was ich in meinem Song gestern gesagt habe, ist einfach nur 100% true. Wie gesagt, ob man das jetzt Karma nennt oder nicht, aber ich glaube einfach, wenn man Gutes tut, dann geht es einem persönlich auch besser. Und ich gebe mein Bestes, so viel Gutes wie möglich in meinem Leben zu tun. Und auch das mache ich einfach nur. Ich mache diesen Spendenstream einfach nur, weil es das krasseste Gefühl ist, was man haben kann. So, wenn man so etwas auf die Beine stellt und wenn wir dann gemeinsam sowas erreichen. Das ist eine Magie, die in diesem Stream entsteht. Die macht glücklicher als jeder Geldbetrag der Welt oder als sonst was. Das ist einfach nur insane. So, alle, die schon dabei waren, können das bestätigen, was in diesen 24 Stunden für Gefühle, für Vibes entstehen. An denen kann man noch monatelang zehren, weil das so unglaublich viel Positivität ist. So, das noch dazu. Und jetzt noch eine letzte Sache.
Jetzt natürlich dann auch die Frage quasi, die im Anschluss kommt, wie kann ich supporten? Heute im Anschluss an diese Trending News wird noch ein Video online gehen, so eine Art kleines Support-Video. Auch das werden Leute schon kennen, die letzten Jahre dabei waren. Das wird einfach so ein 1-Minuten-Clip sein, in dem werde ich mich kurz reinsetzen und sagen, hey, ich bin Hübi, wenn du dieses Video siehst, dann war jemand so nett, das Video zu teilen, ich mache gerade einen 24-Stunden-Stream, bla bla bla. Also quasi, ich mache nur ein kurzes 1-Minuten-Video, wo ich die ganze Aktion erkläre und das könnt ihr euch dann runterladen und dann auf irgendwelchen Plattformen teilen, die ihr zur Verfügung habt. Sei es auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, whatever. Also ich werde quasi so einen 1-Minuten-Clip machen, wo ich die ganze Aktion erkläre und das könnt ihr dann quasi am Samstag dann teilen, am besten am Samstag, damit die Leute, wenn sie das Video sehen, dann auch direkt zum Stream kommen und dann habt ihr da quasi die Möglichkeit, diesen Clip als Werbung zu verwenden, wenn ihr das natürlich möchtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde auch noch so Bilder für Instagram-Stories und auch Bilder für Instagram und so erstellen, das alles aber noch im Laufe der Woche. Folgt mir vor allem auf Instagram, da werde ich noch sehr, sehr viel teilen. Instagram ist mittlerweile eine super Plattform geworden, um so ein bisschen zu connecten. Folgt mir da gerne, @hybilp, Link dazu in der Beschreibung. Dann werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde noch Videomaterial, Bildmaterial und auch für die Stories und so weiter noch Stuff zur Verfügung stellen, dass, falls ihr Werbung machen wollt, dann könnt ihr quasi das nutzen, um Werbung dafür zu machen. So, ich glaube, jetzt habe ich alles erklärt. Holy shit, ich habe 16 Minuten gelabert. Es ging jetzt ja kaum um den Kanal. Mein Gott, was soll ich euch erzählen? Letzte Woche neuer Song rausgekommen, übel krass. Morgen endet die Soulink an Weihnachten, letzte Folge der Soulink. Über Weihnachten und über die Feiertage kommen ganz normal Videos. Ich habe ein paar Special-Videos vorbereitet. Ich glaube, die könnten euch sehr, sehr gut gefallen. Ja, und ansonsten einfach am Samstag ist der Stream, Guys. 28. auf den 29. Dezember, Samstag auf Sonntag, 14 Uhr Samstag bis 14 Uhr Sonntag. Und dann beenden wir dieses Jahr mit einem Knall, würde ich sagen. Es wird auch noch ein Jahresrückblick kommen. Ich werde mal wieder einen ewig langen Jahrespodcast aufnehmen. Das kennt ihr auch schon von den letzten Jahren. Das werde ich dann aber wahrscheinlich am Montag machen. Nachdem ich dann nach meinem Charity-Stream aufgewacht bin, werde ich mich Montag einfach schön entspannt 2 bis 3 Stunden hinsetzen und über mein gesamtes Jahr 2019 reden, denn das war sehr eskalativ. Holy shit, ist viel passiert. Das wird dann wahrscheinlich an Silvester kommen, insofern ich das schaffe. Und dann steht 2020 vor der Tür. Ich habe große Pläne für 2020, ich habe schon viel im Kopf. Das wird das erste Jahr sein, in dem ich selbstständig als YouTuber starte. Also es werden wahrscheinlich die ersten 365 Tage, die ich als Selbstständiger verbringe. Wie gesagt, 2020 wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ansonsten, ja, freue ich mich aufs Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei Fragen kontaktiert mich gerne auf Instagram in den Direct Messages oder hier in den Kommentaren oder auf Twitter oder sonst wo. Ich werde versuchen, rund um den Stream so viel wie möglich zu beantworten, dass niemand im Unklaren bleibt. So, aber jetzt entlasse ich euch. Danke fürs Zuhören.